der geheime Plan. Die 13 satanischen Blutlinien exposed. Offiziellen Genealogieschriften in der Welt, die aufzeichnen, wer gehört zur königlichen Familie. Und da steht geschrieben, Bush ist mit jedem europäischen Monarchen eng verwandt. Crazy. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns eine miese Recherche rein. Das Video heißt Der geheime Plan. Die 13 satanischen Blutlinien exposed. Dr. Walter Veit. So. Also für dieses Video brauchen wir definitiv die Aluhütchen. Also könnt ihr die jetzt mal auf entspannt auspacken, aufsetzen. Und dann würde ich sagen, der Peter geht los. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal. Ich liebe euch und los. War George Bush Jr. gerade Präsident geworden und so hatten sie auf der einen Wand seine Genealogie da auseinandergelegt. Und da ist sie und wo sie alle herkommen und wer mit ihm verwandt ist und das kommt alles von der Howland-Familie, das ist eine Familie. Und das kann ja nicht wahr sein. Howland-Familie. Nein, wer ist denn hier alles Mitglied dieser Familie? Ich kann das so jetzt nicht lesen, aber wir gehen da jetzt, er zoomt da rein, Digga, fühle ich. Quali ist auch nicht die beste, aber wir sind da. Joseph Earl, Joseph Smith, das ist der Gründer der Mormonenbewegung. Und die Mormonen haben die gleichen Armdrücke, die gleichen Geheimnisse wie die Freimaurer und, naja. So, nee. Darüber haben wir doch mit dem einen Bruder hier mal im Chat auch einen Talk gehabt, ne, über die Mormonengeschichte. Da in die Mormonenrecherche bin ich noch gar nicht, da könnten wir eigentlich auch mal reingehen, ne, bisschen, in die Mormonenrecherche, Freunde. Bei Emma Hale, seine Frau, ach, nein, das kann doch nicht wahr sein. Winston Churchill, das ist der Premier von England gewesen, der ist von der gleichen Familie. Und dann Präsident Roosevelt ist von der gleichen Familie. Krass, Digga. Churchill, Roosevelt, Richard Nixon. Nixon ist von der gleichen Familie. Digga, das ist krass, ne? Das ist wirklich, also ich vertraue jetzt einfach mal dem, was hier gezeigt wird. So, ich weiß es natürlich nicht, kann das jetzt nicht live verifizieren, aber wir haben das ja schon öfter mal gesehen. Also ich habe das persönlich in meiner privaten Recherche auch schon öfter mal gehört, dass die ganzen oder dass viele von den Präsidenten, die Amerika hatte, auf dieselbe Genetics zurückzuführen sind, so, ne? Auf dieselben Familien quasi zurückzuführen. Selbst, da habe ich mir ein Video reingezogen, bei Belasch war das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, auf was der reagiert hat, aber da hat auch jemand erzählt, dass auch ein Bush sogar Kinderfotos hat mit einem Obama zusammen und so. Und dass sogar irgendein Schauspieler, wer war das nochmal, DiCaprio oder so, auch mit denen irgendwie verwandt ist und so. Das ist eine heftige Geschichte, Freunde, ja. Und Gerald Ford ist von der gleichen Familie und George Bush Senior und George Bush Junior sind alle von der gleichen Familie. Das ist ein mega Zufall. Die sind... Zufall? I don't know, bro. Also alle verwandt. Sind sie vielleicht Prinzen? Ist es möglich? Ist das möglich, Digi? Frag mal nach hier. Wirklich? Schauen wir mal nach jetzt hier. Ich muss mal meine Familie fragen, bei uns gibt es auch einen Stammbaum. Wer weiß, wen ich da sehe. Ja, ja, bei mir auch. Wir haben auch einen heftigen Stammbaum. Meine deutsche Hälfte von der Familie weit zurückzuführen. Bis in die Nazi-Zeit rein, Digi. Auch heftig, ne? Ich bin einfach halb deutsch, halb Afroamerikaner. Und mein Uropa hat für Hitler gekämpft. Meine Uroma hat, die kenne ich auch, die habe ich kennengelernt und so, mit der habe ich auch Kontakt gehabt halt damals, so, ne? Die ist 104 oder so geworden. Die hat bei meiner Oma auch gelebt im Haus und die hat eine Urkunde unterschrieben von Hitler bekommen. Persönlich. Damals, wenn du eine gewisse Anzahl von Kindern bekommen hast, ich glaube 4 oder 5, dann hast du eine persönlich unterschriebene Urkunde bekommen. Musst du dir mal reinziehen, ne? Hier sind die Werke von Burke's Peerage und Baronetage und Burke's Land. Die hingen damals auf dem Bauernhof, Digga. Ich habe die Urkunde sogar gesehen. So, die hingen da so. Da hat der Maniac unterschrieben, muss man überlegen. Gentry. Das sind offiziellen Genealogieschriften in der Welt, die aufzeichnen, wer gehört zur königlichen Familie.
Das ist nicht irgendwo ein Blatt, wo einer denkt, der kann hier rumspielen. Das ist offiziell. Und was sagen diese Leute? Die studieren die Genealogie und... Das offiziell, sagst du? Dr. Walter Weth, den können wir gleich auch mal gucken, was über den so gesagt wird. Stammbäume von wichtigen Persönlichkeiten und Aristokraten, Bibel so genannt. Das ist die Bibel der Aristokratie der Welt. Und da steht geschrieben, Bush ist mit jedem europäischen Monarchen, ob auf dem Thron oder nicht, eng verwandt. Crazy. Heißt das, die anderen Präsidenten sind dann auch verwandt, ja oder nein? Natürlich. Ja. Sie kommen aus der gleichen Familie. Al Gore. Oh nee, der Klimawandelmaniak. Al Gore. Stammbaum geht auf Karl den Großen zurück. Drei Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und Edward I. von England zurück. Ist das sind halt harte Statements, so, ne? Ich kann das jetzt nicht hier verifizieren, Freunde, ja? Also wie gesagt, ich will mich nicht hier hinsetzen und sagen, hey, das ist hier die Wahrheit, Digga. So sieht das aus, wer das nicht glaubt, ist dumm und so. Nee, nee, wir ziehen uns das ja nur aus informationstechnischen Gründen rein und gehen jetzt mal davon aus einfach und überlegen, wenn das so wäre, wie krass das wäre. Weißt du, so ein Ding ist das. Al Gore dann auch ein Prinz, ja oder nein? Ein buchstäblicher Prinz, ja oder nein? Absolut. Bill Clinton kam in die Welt als William Jefferson Blythe, nahm als Teenager jedoch den Namen seines Stiefvaters an. Clinton. Krass. Vorfahren mütterlicherseits können bis zu König Henry III. Zurückverfolgt werden, der England von 1227 bis 1272 regierte. Er ist ein Nachkommen des französischen Königs Robert I. Ist er Prinz Bill Clinton, ja oder nein? Absolut. Ja, wie weit geht denn das? Europäischem Adel verwandte Präsidenten. Und mit wem fängt das an? Das fängt an mit George Washington. Faszinierend. George Washington war der erste Präsident, der den Eckstein legte vom Kapitolgebäude. Okay. Und wie hat er den gelegt? Freimaurerisch. Mit Freimaureranzug. Eine Geheimorganisation. Jetzt, das ist nicht Verschwörung, sondern rein Geschichte. Der Aluhut glüht, my man. Ja, ja, brutal. Ist schon on fire fast, ne? Und auf diesem Stein sind die Freimaurer Merkmale. Und seit diesem Präsidenten... Ja, das würde jetzt zu lange dauern, das alles nachzuvollziehen. Edward I., John Quincy, Edward III. Hol dir auch ChatGPT, Leon, das ist interessant auf jeden Fall für so Sachen. Ja, ne? Glaube ich auch. William Heinrich Harrison und so gehen wir durch. Du musst auf Geburtsarchive zurückgreifen. Ja, ja, ich glaube, da muss man schon hart in die Recherche reingehen. Oft Nachkommen von Edward I., Waring Harding, Edeltraud von England, Calvin. Edeltraud? Krass. Ich habe auch eine Verwandte, die heißt Edeltraut. Coolidge, Hoover, Roosevelt, Ford, Bush. Was von den Modernen? Wie steht's denn da? Was, wenn dieser Mann Präsident geworden wäre? Er hatte ja eine Chance. Sein Name war? Kane. Burke's Peerage London, jede Präsidentenwahl in Amerika seit George Washington im Jahre 1789 bis zu Bill Clinton ist von den Kandidaten mit den meisten britischen oder französischen königlichen Genen gewonnen worden. Also ich kann mir das unter Umständen schon vorstellen, ja? Was sagt ihr, Freunde? Ob das alles so stimmt, keine Ahnung, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass die related sind, mehr oder weniger. Also, dass darauf geachtet wird, dass immer bestimmte Menschen auch Präsidenten werden, die einer gewissen Familie angehören und das Zepter quasi immer wieder übergeben wird. So, weil man will ja den Thron dann im Endeffekt oder die Herrschaft oder die Überhand nicht verlieren. Und so reicht man dann die Staffel halt einfach innerhalb der Familie. Ich meine, das funktioniert ja sogar in Unternehmen so, weißt du?
da ist ja auch heftige Vetternwirtschaft so. Da werden ja auch immer die Leute befördert, die auch irgendwie mit der Familie related sind und so. Sowas geht schon ab, weißt du, auch im Kleinen. So nebenbei, das englische Königshaus hat das deutsches Blut in sich, ja oder nein? Absolut, Königin Victoria Ja. ist verwandt an alle anderen Könige in dem ganzen Europa und auf ihrem Sterbebett konnte sie nur Deutsch reden. Ach krass, Alter, die Allmanns auch involviert, sagst du? Die Victoria, die Jutzte. Reden, weil sie war Deutsche. Von den 42 Präsidenten bis Clinton waren 33 mit zwei Personen an der Wand. Alfred der Große, König von England, und Karl der Große. Und so geht es weiter. Die Kontinente sind immer von denselben britischen und europäischen Königsfamilien besessen und regiert worden und den. Ja, ich meine, die Briten, europäischen generell, die sind ja, die JungsInnen haben ja auch mehr oder weniger versucht, die ganze Welt, also die sind so ein bisschen so wie die Römer damals, weißt du, wie ich meine? Und wie er das gesagt hat, die waren ja auch anscheinend irgendwie, kommen die sogar von da. Ich meine, die haben ja mehr oder weniger die Welt übernommen, so, ne? Also wenn du guckst, wie viel Teilen der Welt quasi europäische Sprachen gesprochen werden und die Kulturen quasi vernichtet wurden, die da vorhanden waren oder aufs Minimum reduziert wurden, dann ist das schon eine heftige Geschichte, so, ne? Geschichtsbücher schreiben, sie seien in den sogenannten Unabhängigkeitskriegen besiegt worden. Gab es überhaupt so eine Unabhängigkeit? Telegraph, CO, UK, jetzt. McCain und Obama haben gleichen königlichen Stammbaum. Bitte. Das ist krass. Ist doch ein schwarzer Präsident. Halb. Der hat einen königlichen europäischen Stammbaum? Ja. Von Mutters Seite. 14. Januar 2008, John McCain, der republikanische Präsidentsanwärter, und Barack Obama, sein demokratischer Rivale, stammen angeblich beide vom selben schottischen König ab. Nachforschung eines amerikanischen Genealogen. Naja, interessant. Krass. Es gab doch auch mal so ein Mädchen, was so die Aufgabe hatte, den Stammbaum der Präsidenten nachzuvollziehen irgendwie. Und die ist auch darauf gekommen, dass eigentlich alle amerikanischen Präsidenten miteinander verwandt sind, so. noch eins. Obama kann auf mindestens zwei königliche Vorfahren verweisen: Wilhelm den Ersten, dem Löwe, König von Schottland, und Heinrich den Zweiten von England. Krass. Er ist mit mindestens sechs US-Präsidenten verwandt. Jimmy Carter ist sein vierter Cousin, Harry Truman, siebter Cousin zweiten Grades, zwei George Bushes, zehnter Cousin. Das habe ich auch gesehen irgendwo. Woodrow Wilson. Okay, zehnter Cousin ist aber auch halt schon weit entfernt verwandt, ne? Muss man ganz klar. Also was man auch verstehen muss bei der ganzen Sache ist, dass wir alle miteinander verwandt sind. Glaube ich. Macht auch Sinn. Wenn man davon ausgeht, dass es erst nur wenige Menschen gab und wir dann mehr geworden sind, so weißt du? Ja, wir sind also in verschiedenen Graden sind wir, ist auch Yasuke mein Cousin, Digga, weißt du? So. James Madison, und er hat gesagt, Hab auch ein bisschen Ähnlichkeiten mit Obama, gell? Sei ehrlich. Vielleicht bin ich auch mit dem verwandt. und ihr könnt es euch ansehen, wenn ihr es wollt, ihr könnt seine Speech anhören, wo er sie gegeben hat. Aber so 10. Grad, 8. Grad, also alles, was unter 10, 15 ist, ist schon nah, Digga, eigentlich relativ, oder? Oder nicht? Ich glaube, entfernt wird es dann eher so in die 20er rein, so mäßig, oder? 20. Grad, 38. Grad, was auch immer. Geht mal nach YouTube und sucht Obama und sucht Cousin von Dick Cheney, und da werdet ihr sehen, er ist der Cousin von Dick Cheney, und er hat selber gesagt: Mein Cousin im Weißen Haus, hat er gesagt. Könnt Hat er gesagt, Digga? ihr euch selber anhören. Skü. Ich hab's gehört. Catholic News Service. Katholische Kirche. Vatikanstadt. Papst gratuliert Obama. Papst Benedikt hat Barack Obama nach seinem Wahlsieg am 5. November eine persönliche Botschaft gesandt, in der er ihm gratuliert und Obama sowie das Volk der Vereinigten Staaten in seine Gebete einschließt. Jesuitenpater Federico Lombardi, Sprecher des Vatikans. Ja, faszinierend. Oh shit, ist der Pietro auch mit denen verwandt oder was? Lombardi? Geschichte ist mehr interessant als Verschwörung. Das ist das Gleiche, oder? Sagte, weil die Botschaft an Obama persönlich gerichtet sei, wolle der Vatikan den vollen Wortlaut nicht veröffentlichen.
Er versicherte ihm seiner Gebete, Gott möge ihm seiner großen Verantwortung für sein Land und die internationale Gemeinschaft helfen, sagte Pater Lombardi. Faszinierend. Der Papst... Der Pater Lombardi, Digga. Pietro eigentlich mal reinhören, wa? Betete außerdem, dass Gottes Segen ihn durch und das amerikanische Volk erhält, sodass sie mit allem Menschen guten Willens eine Welt des Friedens, der Solidarität und Gerechtigkeit bauen könnten, sagte der Sprecher. Der erste amerikanische Präsident, der offiziell vom Papst gesegnet wird. Der erste? For real? Faszinierend, ne? Der hat auch einen Friedensnobelpreis gekriegt, obwohl der Millionen von Menschen auf dem Gewissen hat, ne? Faszinierend. Ich liebe Geschichte. Ich liebe Geschichte. Same. Der höchst ehrenswerte Orden des Bades. Wir brauchen ja nicht... Cousin-Bonus, sagst du? Alles durchstudieren. Und welche Amerikaner sind in letzter Zeit von Großbritannien geehrt worden? Jetzt ist das Großbritannien oder ist es die Krone, die sie ehrt? Es ist die Krone. Und wem gehört die Krone? Die Krone gehört den Templern. Und wem gehören die Templern? Die Templer gehören dem Papst. Der Bürgermeister von New York, der ist... Das ist ja ein mieser Schwurbler hier. Den will ich gleich mal googeln. ...verehrt worden. Steven Spielberg. Er ist Ehren... Spielberg. Ritterkommandeur. Was machen denn diese Filmmagnaten für den Papst? Dass sie so geehrt werden. Die ehemaligen Präsidenten George Bush, Ronald Reagan, die... Brav. Ja, ich auch. Also mein Aluhut ist schon vom Kopf geflogen quasi. Also mein imaginärer Aluhut, der ist schon weggeflattert, Digi. Generäle, Norman Schwarzkopf und Colin Powell. Mein Bruder, ich bin da jetzt, also langsam bin ich raus. Güte, das ist ja spannend. Na jo, Shalom sagt er. Was? Der hat nicht Shalom gesagt als Verabschiedung, Digga. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Wer ist er denn eigentlich? Wer bist denn du, mein Jutster? Walter Julius Wade, 15. Januar 1949 geboren, ein südafrikanischer Zoologe. Was? Ist das der überhaupt? Nach seinem Beitritt zur Kirche der siebenten Tags Adventisten verwarf er die Evolutionstheorie zugunsten eines Kreationismus und musste den Lehrstuhl für Zoologie an der Universität Kapstadt aufgeben, weil er die Evolutionstheorie hinterfragt hat oder was? Oder geleugnet hat? Fühl ich? Ah ja, hier sehe ich schon Verschwörungstheorien. In Vorträgen, Videos und Büchern stellt er weltweit kreationistische und adventistische Überzeugungen sowie Verschwörungstheorien da. Dazu gehören ein evangelikales Bibelverständnis mit massiven Eintreten für den Textus Receptus, ein Werben für eine vegane Ernährung und der Glaube an die baldige Erfüllung biblischer Endzeitprophetie. Mit der Wiederkunft Jesu Christi. Oh shit, Alter. Der ist auf jeden Fall ein mieser Schwurbler, der Cousin. Aber da sind ein paar Sachen, die ich fühle auf jeden Fall. Evolutionstheorie nicht anerkannt und ein veganer Bruder. Und so. Also da hat er Sympathiepunkte für mich auf jeden Fall. Ja. Was soll ich euch sagen? Ist halt ein Zoologe. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der jetzt Expertise hat in diesen ganzen geschichtlichen Themen, so weißt du? Ist dann auch schon so ein bisschen, ja, wir haben uns das mal angeguckt, meine lieben Freunde, mal schön vorsichtig sein, so macht euch eure eigenen Bilder, holt euch eure eigenen Informationen, ich liebe euch, schreibt eure Gedanken dazu mal unten in die Kommentare rein, wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, haltet die Ohren steif, bis dahin, peace out. Das war schon eine miese Recherche auf jeden Fall. Da sieht man, was der Fleischentzug macht, Digga, jetzt bleibst du cool, aber... Das hat nichts mit Fleischentzug zu tun, mein Jutster. Der hat einfach Liebe für Tiere, ja? Wenn du Tiere isst, hast du keine Liebe für Tiere. Da bin ich ehrlich mit dir. So.
Bleib mal locker jetzt hier. Zieh mich da nicht mit rein, mein Jutster. Der Onkel kriegt direkt hier VIP-Status. So. Komm mal rein, Walter, Digga, wir sind da. Walter, den Männer da.